Resilienz ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Physik und meint die Elastizität eines Gegenstands, wenn er verformt wird, dass er danach wieder in die ursprüngliche Form zurückkommt. Resilienz können Sie trainieren. Da gibt es zahlreiche, wirklich einfache Übungen dafür. Und das kann ich Ihnen vorstellen und präsentieren, sei es im Vortrag, im Training, in der Workshop-Moderation oder auch im Coaching. Es gibt insgesamt 7 Schlüssel der Resilienz. Ja, Schlüssel 1, vorbei ist vorbei. Nehmen Sie an, das, was passiert ist, weil Sie können es eh nicht mehr rückgängig machen. Akzeptanz. Schlüssel 2, vertrauen Sie drauf, dass es besser wird. Don't worry, be happy. Optimismus. Der nächste Schlüssel, Nummer 3, achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse, gehen Sie Ihren eigenen Weg. Selbstwirksamkeit. Der Schlüssel 4, verlassen Sie die Opferrolle. Sorgen Sie für sich und achten Sie vor allem auch auf Ihre Leistungsgrenzen. Und das ist Eigenverantwortung. Schlüssel 5, warten Sie nicht zu lange. Suchen Sie sich Unterstützung und Hilfe und nehmen Sie auch die Hilfe an. Netzwerkorientierung. Der 6. Schlüssel, werden Sie aktiv, entdecken Sie die Wünsche für Ihr Leben. Lösungsorientierung. Der 7. Schlüssel, planen Sie Ihr Leben, setzen Sie sich Ziele und realisieren Sie diese. Zukunftsorientierung. Für jeden dieser Resilienzschlüssel gibt es zahlreiche, relativ einfache Übungen, die man nutzen kann, um sich selbst eben zu steuern, dass man auf eine bestimmte Art, die einem selber eben auch gut tut, auf die Welt schaut. Und dann kommt es genau auf diese Qualität an, dass man es einfach schafft, sich wieder gut auf die eigenen Beine zu stellen, dass man nicht umfällt, auf keinen Fall liegen bleibt, sondern eben ja, für die eigene innere Kraft sorgt.